Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer gediegenen Runde HG. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ich wollte gerade ein anderes Video aufnehmen, aber dafür waren die Bedingungen gerade nicht optimal. Ist jetzt schwer zu verstehen, müsst ihr euch auch gar nicht fragen, was willst du jetzt von mir? Deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, nimmst du einfach mal auf zwischendurch eine Runde HG auf, vielleicht wird der ganze Quatsch ja auch was Leckeres. Dementsprechend gehe ich hier relativ planlos in die Runde und dachte mir, vielleicht passiert in der Runde ja das ein oder andere Spektakel, welches ich unbedingt auf YouTube mit euch teilen muss und möchte. Dementsprechend, hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ja auch schon jetzt ein paar Tage, eine Woche. Es war zwar in dem PS4-Controller-Video ja auch HG vertreten auf, sage ich mal, sehr spezielle Art und Weise, kann man das nicht wirklich so nennen, als wäre das jetzt eine stabile Runde HG gewesen, die ihr da gesehen habt. Deswegen, jetzt mal wieder was Richtiges. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt auch ein bisschen attraktiver wird. Ich werde es probieren. Euch zuliebe, wir haben jetzt hier knapp 40 Spieler in der Runde. Ich spiele Ninja. Es tut mir leid, dass ich immer das gleiche Kit spiele, aber mit Ninja komme ich am besten zurecht. Und ich muss mich ja irgendwie zur Wehr setzen. Und das kann ich mit diesem Kit am besten tun. Ich hatte gerade eben schon, also für ein anderes Video, was bestimmt jetzt, wenn nach diesem Video kommt, das ist überschwer zu erklären, weil ihr denkt auch, ich bin absolut verwirrt. Ein bisschen bin ich das auch, aber ich hatte da auf jeden Fall schon Aufnahmeversuche, die ich verkackt habe, auf absolut dämliche Art und Weise bin ich da gestorben. Was da, die Aufnahme davor war echt top und ach man, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ärgerlich sowas ist, aber ja. Kann man nichts machen und dann muss man damit leben. Nicht wahr, Rayleigh? Irgendwas, weiß ich nicht. Sein Steinschwert, by the way, sollte man eventuell auch ein wenig früher machen. Und Grüße an der Stelle gehen raus. By the way, nicht eingespielt, kein einziges bisschen. Dementsprechend entschuldigt vielleicht den ein oder anderen uneingespielten Play. Ihr seid natürlich sonst ja nur Bestes von mir gewohnt. War ein Witz, bevor alle wieder einen Tobsuchtsanfall in den Kommentaren bekommen. Alex, mein Süßer. Der Alex hat auch was im Namen, was ihr auf jeden Fall auf dieses Video auch schon mal geben könnt. Das Rätsel müsst ihr lösen. Und was sehe ich da? Also, I don't know. Das ist halt... Also er guckt zu, sag ich mal, ne? Also. Digga. Archer ist halt auch so eine Sache. Wo bin ich? Also wo bin ich denn jetzt gelandet, ne? Alright, der eine farmt Recraft, ich glaube, der ist gleich out. Ich hoffe nicht, dass ich im Torblitz und von einem Bogen gleichzeitig getroffen werde, weil... Wäre nicht so nice. Heilige Scheiße. Das macht aber auch Schaden, ne? Hilfe, was ist das? By the way, der Bogen hat nur Punch 1, Digi. Du kannst damit nicht wirklich abhauen. Also, Punch 1 bist du minimal schneller als ein Normallaufender. Aber ist schon doch manchmal schwierig. Ja, kümmert euch immer mit dem. Ach, Fisherman Launcher Trap. Ach, die Leute. So creative, Alter. Grüße gehen raus an meinen Archer-Freund auf jeden Fall. Was machen wir am besten? Wir sind zwar Ninja, aber ich lasse mich auf sowas gar nicht erst ein. Was ich hier sehe, weiß ich auch nicht. Interessante Tower bei 100, 200. Das ist hier nicht der Spawn, by the way. Also. Das sind unterhaltsame Runden AG auf jeden Fall. Das sind, ich sehe auch gut aus, ne? Ich sehe auf jeden Fall gut durchlöchert aus. So, gehen wir zu meinem fetten Kollegen auf jeden Fall. Zu meinem fetten Amigo. Oh, ein Double Anchor. So, was ist mir jetzt eigentlich lieber? Ein Double Anchor Team mit einem Typen, der mich als Bikini... Alles. Ja, ich glaube, da war mir die Fisherman Trap fast lieber.
Gut, also. Das schränkt mich schon wieder stark ein. Ich habe nämlich insgesamt 12 Bowls. Selbst wenn ich da jetzt keine Ahnung was für ein Insane Play machen würde und vielleicht das schaffen könnte, die beiden zu killen. Ich hätte sowieso keine Möglichkeit zu recraften im Fight, deswegen wird es gar nicht so weit erst kommen, dass ich da überhaupt einen kille. Ja, das wird eine Knobelaufgabe hier, wie wir das heute hier lösen können. Eventuell kann ich es so machen. So, den Typ, den ich tracke, ist ein Anker mit dem Eisenschwert. Der ist hier unter der Erde. Ich glaube, das ist nicht mal schlau, wenn ich jetzt gegen den Typen fighte. Ich glaube, das Double Anchor Team hat auf jeden Fall von mir abgelassen. Sag mir bitte nicht, dass er Poseidon ist. Ist er nicht? Okay. Lass mal nicht im Wasser fallen, falls die beiden Idioten kommen. Der leckt aber auch wie. Weiß ich nicht was. Ich habe irgendwie richtig Krampf gerade, richtig auf Auge. Das ist vor dem Zweier-Anker-Team. So, I'm sorry, Bro, aber wir sind hier harte Zeiten. Kann da jetzt nicht so viel Rücksicht nehmen auf deine Legs. So, ich track wieder das Zweier-Team-Anker. So. Da unten sind zwei Typen gerade gewesen, die sich jetzt instant... Die sich jetzt hier sneaken. Also entweder ist das eine Trap... Was ganz gut wäre für die Anker. Naja, das ist einfach. Alright, eventuell könnten wir da ein 2v2 ballern. Die sind gerade gesingelt. Oh, das ist so traumhaft, ein 2v2. Und dann schlag ich zu. Okay, 2 gegen den Anker. Bitte, bitte stirbt ein Anker. Fuck off. Das Anker-Team hat gewonnen. Traum. Traum, Traum, Traum. Vielleicht hätte ich früher mich in den Fight mit eindingsen sollen, aber dann ich hätte auf keinen Fall mehr rauskommen können. Und prinzipiell hätte es ja klappen können. Check ich hier zwei neue Amigos. Oder Noob Gamer. Der teamt aber auf jeden Fall mit Butterfly God. Ich sag mal so, wir sind 8 Spieler. Einer davon bin ich. Das heißt, weil ich nicht teame, teamen auf jeden Fall nicht alle in der Runde. Alright. Alter, haben wir 2 Leben, da 3er Team 5. Was ist dieser Kalle zu YouTube? Alright, wenn wir jetzt in die Richtung weiterlaufen, könnten wir vielleicht einen Minifis kriegen. Tja, call it. Wir können uns Eisenschwerter machen. Aber die haben einen Enchanter auf jeden Fall.
glaube, Zeus killt den Typen jetzt einfach bald. Ich halte die so lange weg, dann kannst Zeus so lange den 1-1. Okay, nevermind, der Plan geht nicht auf. Ich muss Zeus mehr helfen. Was? Oh, ich konnte mit Ninja rauskommen. Ah, hätte ich mal die Eisenschwerter machen können vorher, ne? Ja, ich bin out of, Alter. Ich habe keinen Recraft. Ja, das kann nichts werden. Wo ist denn eigentlich mein 2er Anker-Team? Haben die sich jetzt einfach Eisen wahrscheinlich, ne? Was soll ich denn 0? Oh Bruder, ey bitte, wenn die mich jetzt killen, ne? Wenn der mich jetzt angreift, nicht weine. Oh mein Gott, die sterben. Holy fuck, Alter. Aha, 4-2. Das Dreier-Team complaint gerade darüber, dass wir gegen die Team. Und labern was von 2v2. Also das ist halt auch wieder, weiß nicht. Da raffen sie in ihrem Team jetzt nichts. Aber Flame dann, wenn wir zurückteamen. Das sind mir die Liebsten, ne? Das sind mir die Liebsten. Ich habe halt nur eine Axt im Baum mit der Hand ab. So, ja, Recraft sieht nicht so doll aus, aber absolutes Spektakel diese Runde, ne? Es ist ja Wahnsinn. Ja. Ihr seid mir auch zwei Süße. Ist Zeus jetzt. Zeus ist da mittlerweile alleine, oder? Ja, gut, Zeus hat den Typen gekillt.
Heavy Diff? So, jetzt müssen wir mal zum Feast. Weil ansonsten kriegen die zwei Motivierten zu viel. Mit einer Enderperle ab, ne? Na ja, moin, gib mir auch die Stärke erstmal. Also das ist halt ein praktischer Ninja-Move gewesen. Oh mein Gott. Wenn der wüsste, dass ich keine Pilze habe, ne? Ups. Ja, dass aus dieser Runde sich mittlerweile sowas kristallisiert. Ich weiß nicht, in wie viele es von euch jetzt gibt, die mich jetzt flamen, dass ich von dem weggerannt bin, von dem Dreierteam und so. Aber in so einer Aufnahme schwitzt du natürlich schon rein. So, ich liebe ja Anchor-Fights, by the way, über alles. Ich werde euch schön laut andere Musik drüber ballern. Oder sein Skin, ne? Alright, dann jetzt verkacke ich, komm. Oh moin. Er schreibt einfach entspannt im Anchor-Fight. So, ja, war, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt einfach Just Swap von einer Runde aufgenommen, ohne mir dabei was zu denken. Und habe gedacht, so, yo, es wird vielleicht eh sowas passieren. Es sind jetzt am Ende nur 5 Kills gewesen, aber ich glaube, es war auf jeden Fall wieder mega spannend. Weil ich halt auch echt gut geschwitzt habe. Das Luck-Game. Alright, es gibt ein Minigame. Was? Absolut. Ihr werdet gleich sehen, das ist auf jeden Fall nice. Hä, waren XP-Flaschen nichts für 8-4? Alles aber nicht das Game. Ja, meine Damen und Herren, ich danke euch fürs Zusehen. Dieses wunderbaren Videos, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns heute beim Livestream oder beim nächsten Video. Ihr wisst Bescheid. Danke nochmal an Zuhause, Grüße gehen raus. Und jo, haut rein und ciao.